Ja, jetzt geht es weiter mit Create Ultra Fast in Memory Apps and Microservices with Java. Mein Name ist Markus Kett. Ich bin seit ungefähr 20 Jahren jetzt so in der Java-Welt tätig. Überwiegend so als Product Manager für Java-Produkte. Die meiste Zeit habe ich damit verbracht, mit meinem Team eine Java-Entwicklungsumgebung zu entwickeln auf Basis von Eclipse. Und da haben wir sehr viel Erfahrung gesammelt mit UI-Entwicklung. Das war immer eine große Herausforderung für uns. Und die größte Herausforderung für uns war, die Entwicklung von Datenbank-Applikationen einfach zu machen für unsere Kunden. Und unsere Kunden waren überwiegend Anwender, die auf Java umsteigen wollten von 4GL-Anwendungen. Und für die war die Entwicklung von JP-Applikationen immer relativ schwer. Und haben wir schon immer nach der Möglichkeit gesucht, die Entwicklung von JP-Anwendungen zu vereinfachen. Seit ungefähr jetzt... seit Anfang des Jahres bin ich jetzt bei MicroStream. Wir haben aus unserer Idee für In-Memory Computing für Java ein neues Unternehmen gegründet. Und die ganzen Erfahrungen aus der Projektentwicklung, die wir da gewonnen haben, in dieses Unternehmen jetzt reingesteckt. Ja, und nebenbei bin ich noch Chefredakteur von dem Java Pro Magazin, das ihr alle kostenlos hier haben könnt. Wer liest das schon? Okay, cool. Einfach mal reinschauen, vielleicht ist da was für euch dabei. Auch schreiben, wer da Lust hat, drüber zu schreiben mal, irgendwas einzureichen, kann jederzeit das gerne machen. Und dann Autor für die Java Pro werden. Das ist so ein Screenshot jetzt von dieser Entwicklungsumgebung Rapid Clips. Und wer das noch nicht kennt, kann sich das nochmal angucken. Interessant ist es auch für Leute, die jetzt so nicht jetzt unbedingt mit GUIs rumspielen wollen und sagen, eigentlich bin ich ja eher so Backend-Entwickler. Wir haben dort die Hibernate-Tools entsprechend optimiert und nochmal vereinfacht, sodass man beim Import keine so Hibernate-Data-Type-Mapping-Errors mehr bekommt. Und da haben wir sehr viel Zeit damit verbracht und dann auch sehr lange überlegt, wie wir das vereinfachen können. Und so diese Erfahrung, die ich jetzt in diesen Vortrag jetzt hier zusammengestellt habe, kommt auch aus Projekten raus, die wir für die Möbelindustrie entwickelt haben. Aber dazu erzähle ich dann auch noch ein bisschen mehr während des Vortrags. Okay, wieso brauchen wir eigentlich Performance? Nach der Gründung von MicroStream als Unternehmen haben wir sehr viele Investment-Pitches machen dürfen. Und da sind wir immer wieder gefragt worden, warum braucht man eigentlich Performance? Also ich brauche die jetzt nicht unbedingt, also ich habe ja Zeit, also ich kann jetzt auch mal warten. Das hat mich sehr überrascht, diese Aussage, und da war ich am Anfang etwas baff und wusste ich gar nicht, was ich sagen soll. Habe ich mal ein bisschen drüber nachgedacht, warum braucht man eigentlich Performance? Und vor allem bei diesen Investment-Pitches, da geht es ja immer darum, da stellen die lauter coole Lösungen vor, wie zum Beispiel AI, Machine Learning, Virtual Reality, Automotive und so weiter. Ja, und da geht es eigentlich darum, Echtzeitdaten, tonnenweise Echtzeitdaten zu verarbeiten. Ja, und dafür braucht man natürlich bestmögliche Performance. Wenn nicht für diese Lösungen, wann dann? Aber auch, sage ich jetzt mal, für so in Anführungszeichen langweilige Business-Applikationen. Wer entwickelt von euch so langweilige Business-Applikationen fürs Unternehmen? Ja, okay, die meisten. Also auch für so ERP-Systeme, CRM-Systeme und so weiter, überall braucht man bestmögliche Performance. Das ist eigentlich klar. Und immer mehr Unternehmen weltweit, die wollen oder müssen immer mehr Daten sammeln, die miteinander verknüpfen und möglichst schnell auswerten können, möglichst in Echtzeit auswerten können. Auch dafür brauchen wir natürlich bestmögliche Performance. Und wir brauchen auch deswegen bestmögliche Performance, weil wir in unseren Applikationen auch sehr viele Legacy-Technologien mit rumschleppen müssen, wo wir wissen, eigentlich sind die sehr langsam, irgendwie müssen wir das kompensieren. Also auch da müssen wir versuchen, irgendwo immer Performance zu optimieren. Und bei In-Memory Computing, was ist da dann so spannend?
Ich glaube, das ist jedem mittlerweile klar, Festplattenzugriffe sind langsam, die spielen sich im Millisekundenbereich ab und während der Zugriff auf RAM im Nanosekundenbereich abläuft oder komplexe Abfragen trotzdem immer noch im Mikrosekundenbereich ablaufen und damit oftmals 100.000 Mal schneller sind als Festplattenzugriffe. Und deshalb ist ja klar, sollte man am besten oder möchte man Festplattenzugriffe vermeiden, während man natürlich im RAM sehr schnell ist und alles, was im RAM läuft, ist super schnell. In-Memory Computing habe ich festgestellt, da gibt es auch sehr viel Konfusität. Was ist eigentlich In-Memory Computing? Eigentlich steckt das überall so ein bisschen drin. So Datenbankmanagementsysteme, die machen In-Memory, weil sie irgendwo unter der Haube das eh machen, irgendwo Daten zu cachen. Auch die Hardware macht Caches. Cached Daten irgendwo zwischen, um schneller zu sein. Die CPU macht das sogar. Ja, und da stellt man dann fest plötzlich, ja eigentlich alles was wir machen ist Memory Computing, weil überall wird irgendwas gecached. Aber wenn wir so davon sprechen, um es zu definieren, alles was im RAM abläuft, im Hauptspeicher des Computers, da sprechen wir von In-Memory Computing jetzt zumindest bei diesem Vertrag. Und auch im In-Memory Computing gibt es auch mehrere Felder. Datenverarbeitung in Memory oder wirklich Berechnungen in Memory durchzuführen. Und hier fokussieren wir uns auf die Verarbeitung von Daten in Memory. Also in Memory Databases, in Memory Data Grids, die wir uns ein bisschen genau anschauen wollen. So, jetzt haben wir hier so eine ganz gewöhnliche Dreischicht-Architektur, wie wir sie heute überall einsetzen. Die Frage ist, okay, was ist jetzt hier vielleicht ein Problem? In Java haben wir es mit Objektgrafen zu tun. Wir haben, alles ist in Java ein Objekt. Wir haben eine total objektorientierte Programmiersprache und deswegen verwenden wir auch nichts anderes als Objekte. Sobald wir aber Daten speichern wollen, verwenden wir externe Systeme, wie eine relationale Datenbank, die uns aber eine komplett andere Struktur vorgibt. Die speichern Daten in Tabellen ab. Und ja, es ist kein Geheimnis, Java-Objektgrafen und Tabellenstrukturen von relationalen Datenbanken sind völlig inkompatibel und es gibt hier also ein Problem. Die Lösung des Problems ist OR-Mapping. Das wurde irgendwann vor 10, 12 Jahren im JPA-Standard dann zum Standard. Und wer von euch verwendet JPA? Okay. Also Zugriffe auf relationale Datenbanken nur mit objektrelationalem Mapping möglich, wenn man das Ganze objektorientiert machen will, möchte. Der Ansatz ist total gut, weil man in Java immer gern objektorientiert bleiben möchte. Man möchte eigentlich vermeiden, überhaupt mit dieser, mit anderen Technologien unter der Haube in Kontakt zu kommen. Und JPA abstrahiert praktisch, wenn man so möchte, die Datenbank komplett von uns weg, wenn man mit den Abfragesprachen, die JPA anbietet, arbeitet, kommt man eigentlich dann auch mit SQL nicht mehr in Kontakt und die Datenbank bleibt unsichtbar. Wir programmieren gegen JPA, wenn man nicht irgendwie sowas wie Native Queries nutzt. Dann sieht die Architektur so aus, etwas detaillierter jetzt. Wir haben einen Java-Server, Business-Logik in Java und wir brauchen JPA, um auf objektorientiert auf eine relationale Datenbank zuzugreifen. Die Frage ist, ist es vielleicht cooler, mit NoSQL-Datenbanken zu arbeiten? Wer macht das von euch? Okay. Die wurden auch vor 10 Jahren, ging das so los, richtig populär. Das ist die Frage, sind die dann besser? Die Meinungen gehen auseinander. Also ich denke, sie sind einfach mal komplett anders. NoSQL-Datenbanken bieten uns ganz andere Datenstrukturen an. Key-Value, JSON, objektorientierte Datenbanken, Graph-Datenbanken, aber im Prinzip macht jeder Datenbankhersteller immer wieder das Gleiche. Sie denken sich eine eigene Datenstruktur aus und sie geben uns die vor. Sie zwingen uns, eine komplett andere Datenstruktur zu verwenden, die völlig inkompatibel ist zu Java. Und wir haben hier das gleiche Problem.
Auch hier brauchen wir dann ein Mapping, wir müssen unsere Klassen anpassen für die Datenbank, die uns eine Datenstruktur vorgibt, die wir in Java eigentlich nicht haben. Es gibt jetzt mit JNoSQL auch ein Projekt von der Eclipse Foundation, oder innerhalb der Eclipse Foundation, die auch ähnlich wie JPA das ermöglichen soll, standardisiert auf relationale Datenbanken zuzugreifen mit einem Standard. Ich weiß nicht selber, wie weit das Projekt jetzt mittlerweile ist. Vor einem Jahr war ich da mal einen Vortrag auf der Code One. Das hat alles noch nicht so ganz funktioniert, haben die da gemeint, die das vorgeführt haben. Wie weit das jetzt aktuell ist, weiß ich nicht. Also JNoSQL, wer das mal ausprobieren möchte, kann das natürlich gerne mal machen. Ich stelle mir es ein bisschen schwerer vor, sogar als JPA, weil man muss ganz verschiedene Datenstrukturen unter einen Hut bekommen und mit JPA hat man auch schon genug zu kämpfen, damit das gut funktioniert. Objektrelationales Mapping, wisst ihr wahrscheinlich alle, ist teuer. Es kostet eine Menge Rechenzeit, das so hinzubekommen im Hintergrund, dass man wirklich sozusagen objektorientiert programmieren kann und im Hintergrund werden die Daten in Tabellen gespeichert oder umgekehrt. Wenn man eine Datenbank Zugriff hat, dann wird wieder ein Objekt am Schluss erzeugt. Und bei unseren Lösungen, wie wir dann RapidEclipse ausgeliefert haben, war das dann immer standardmäßig so super langsam, dass man die Anwendungen gar nicht mehr benutzen konnte. Und unsere FGL-Entwickler haben dann immer gesagt, ja, also wir verwenden ja Stored Procedures, das haben wir so gelernt und das ist alles viel, viel schneller und Java ist immer so langsam. Das ist total doof. Klar, ist es langsam. Man hat das Problem natürlich dann gelöst mit Data Caches. Haben wir auch gesagt, wir verwenden halt einen Cache, ist es deutlich einfacher. Es wird schneller. Die Daten werden dann im Cache zwischen gespeichert. Also jede Abfrage, die mal zurückkommt, verbleibt dann im Cache. Und was man versucht, ist natürlich logischerweise jetzt heutzutage möglichst viele Daten in den Cache zu pumpen, um nicht mehr auf die eigentliche Datenbank zugreifen zu müssen, die wieder Festplattenzugriff hat, die wieder entsprechend langsam sind. Sobald man das dann macht, wird die Anwendung auch wieder schnell. Ja, es laufen ja die größten Business-Applikationen genau mit dieser Architektur. Wenn man sich das jetzt anguckt, dann wird schon wieder komplizierter. Unsere Architektur wird immer komplizierter. Aber es ist so Standard. Okay. Es gibt auch dann noch andere Ansätze, als jetzt herzugehen und alle Daten möglichst in den Cache reinzupumpen und sich vor dem Cache dann zu bedienen. Weil da haben wir ja immer das Problem, im Cache liegen die Daten eigentlich inaktuell und wenn sie sich in der Datenbank ändern, je nachdem wie man es programmiert, muss man zum Aktualisieren des Caches wieder Festplattenzugriffe machen oder das OR-Framework macht das im Hintergrund, um den Cache immer aktuell zu halten. In-Memory-Datenbanken ist ein anderer Ansatz. Man geht also dann her und sagt, okay, damit man das Ganze beschleunigt, nehmen wir eine In-Memory-Datenbank, stülpen die oben drüber und dann läuft das komplette System in Memory. Und anstatt Daten auf die Festplatte zu schreiben, werden die Daten einfach in den RAM geschrieben. Und der Vorteil dabei ist natürlich, dass man es zu tun hat mit Systemen, die man schon kennt, also eine relationale Datenbank oder vielleicht eine NoSQL-Datenbank. Man kennt die Administrationstools und ja, damit ist es ziemlich cool. Die laufen in Memory und man versucht dann auch hier entsprechend möglichst viele Daten in Memory laufen zu lassen, möglichst die ganze Datenbank. Irgendwann muss man natürlich aber jetzt Daten trotzdem mal persistieren, was wenn der Strom weg ist. Ja, dann, ja, also man braucht dann trotzdem noch ein klassisches Datenbankmanagementsystem darunter, um die Daten zu persistieren. Und ja, wenn man das Ganze hochverfügbar macht, hat man auch hier wieder das Szenario, dass man im Grunde die Applikation nur noch aus der In-Memory-Datenbank mit Daten versorgt und ja, speichern und persistieren muss das System eigentlich nur dann, ja, wenn es genügend Zeit hat, dann kann es jederzeit mal die Daten persistieren, weil sie sind ja in Memory verfügbar. Also ein toller Ansatz, man kann dann auch anders jetzt irgendwie als bei einem Data Cache jederzeit in Memory Daten mit SQL abfragen.
also für den einen oder anderen ein cooles Feature. Wer setzt so In-Memory-Datenbanken ein? Keiner? Okay, einige wenige. Also interessant ist vor allem dann geeignet, wenn man zum Beispiel eine existierende Datenbank-Applikation hat, eine existierende Business-Applikation, wo man sagt, irgendwie würde man die gern beschleunigen. Und dann ist es sinnvoll, da vielleicht eine In-Memory-Datenbank einzusetzen. Und logischerweise, im Normalfall, will man den kompletten Memory ausnutzen und pumpt die ganze Datenbank in den Memory. Ja, da ist natürlich wieder so eine Frage, ja, was ist, wenn ich nicht genügend Memory habe? Aber Cloud-Hersteller sagt, das ist ja bloß eine Frage des Geldes. Ja. Wir gehen davon aus, man hat genügend Memory, also nutzt das auch völlig, nutzt das voll aus. Wenn man sich jetzt dann die Architektur anguckt, es wird damit aber wieder komplizierter, es kommt noch ein Layer dazu, wir müssen den auch dann entsprechend supporten und pflegen, administrieren und die Architektur wird immer komplexer. Eigentlich, was wir machen wollen in Java ist, eine coole Anwendung schreiben, möglichst viele Features entwickeln und Daten speichern. Und nur zum Datenspeichern wird die Architektur entsprechend komplex. Das hier bloß für die Slides. Weiterer Ansatz wäre dann In-Memory Data Grid. Funktioniert dann wieder etwas anders. In-Memory Data Grid habe ich dann sozusagen die Möglichkeit, meinen Hauptspeicher zu verteilen auf beliebig viele Nodes. Man lässt also hier nicht das komplette Datenbank-Management-System in Memory laufen, sondern auch nur entsprechend die Datenhaltung in Memory und verteilt dann diese Daten, weil man sagt, ja, es passt ja nicht die ganze Datenbank in den RAM, verteilt man die Daten über ganz viele Nodes und damit könnte man sagen, kann ich den Hauptspeicher meiner Applikation nahezu unendlich vergrößern auf beliebig viele Nodes. Dann vielleicht geeignet, wenn man Web-Applikationen hat, die ganz viel Traffic abkriegen zu bestimmten Zeiten, hat man dadurch dann die Möglichkeit, Nodes hochzufahren und dynamisch wieder runterzufahren, wenn die Last dann entsprechend runtergeht. Dafür sind die gut geeignet. Datenstruktur überwiegend Key Value. Und irgendwann muss natürlich dann trotzdem, auch wenn das Ganze hoch verfügbar ist und wenn da jederzeit mal so eine Node sterben darf, weil die Daten sind ja verteilt auf, auf viele andere Nodes, könnte man sagen, kommt das Ganze ohne Persistierung aus. Naja, aber ganz natürlich nicht, weil man möchte vielleicht mal den ganzen Cluster runterfahren. Solange der Cluster online ist, braucht man nicht persistieren eigentlich, aber wenn ich den runterfahren möchte, dann irgendwo muss man persistieren. Deswegen gibt es natürlich da auch Persistenzstrategien. Und man könnte jetzt zum Beispiel einen kompletten Dump machen der Daten, was häufig da passiert. Oder man nimmt wieder ein normales, konventionelles Datenbanksystem als Persistenzstrategie her. Ja, wer setzt sowas ein? Keiner. Okay. Auch interessant. Ja, wenn man sich das Ganze mal so anguckt, dann ist die Situation so, da gehe ich jetzt nochmal drüber, ist alles für die Slides hier bloß, die Situation heutzutage ist, dass wir konventionelle Datenbanken überwiegend verwenden, um unsere Daten zu persistieren. Also es ist heutzutage allgemein bekannt und auch mittlerweile auch anerkannt, konventionelle Datenbanksysteme sind eigentlich viel zu langsam für heutige Anforderungen, für heutige moderne Applikationen wie AI, Machine Learning und das Ganze. Deswegen gibt es diese In-Memory-Strategien und diese verschiedenen In-Memory-Strategien wie Data Caching, In-Memory Data Grid, In-Memory Database. Und wenn man das miteinander mal vergleicht, wir nutzen eigentlich im Grunde nur noch In-Memory-Strategien aus, um die Applikation mit Daten zu versorgen. Und das ist wirklich interessant, weil das konventionelle Datenbanksystem verkümmert immer mehr oder verkommt mehr zu einem Backup-System, das man eigentlich nur noch braucht, wenn der Strom weg ist. Und ansonsten möchte man immer In-Memory haben. Und da kommt noch so eine vierte Klasse dazu an
an Lösungen, das sind die Suchserver. Das ist auch interessant, wenn man sagt, ja, konventionelles Datenbanksystem ist irgendwie zu langsam, wir brauchen für so eine Suche mal was Spezielles. Und dann geht man einfach her, fährt zum Suchserver hoch, pumpt entsprechend alle möglichen Daten da rein, vielleicht das komplette Datenbanksystem, die komplette Datenbank, um die dann schnell durchsuchen zu können. Und der heißt dann Suchserver, weil man ja nur sucht und hier werden keine Daten mehr persistiert, weil dann hat man wieder diese Problematik mit Persistenz, mit JPA, das lassen die dann einfach alles weg und sagen, wir sind nur ein Suchserver und wenn du die Daten aktualisiert haben möchtest, wirfst du die alten weg und lädst einfach wieder komplett neue Daten zum Analysieren. Ja, so Stichwort Elasticsearch. Wer benutzt das? Okay, sind schon viele. Ja, das ist so jetzt aktuell die Situation. Sehr interessant. Also das zeigt jetzt hier nochmal, eigentlich wollen wir immer im Memory Computing machen, relationale Datenbanken, NoSQL-Datenbanken, eigentlich diese klassischen Datenbank-Server sind uns zu langsam. Wir nehmen sie nur noch zum Backupen her. Es ist die Frage, kann man im Memory eigentlich noch was besser machen, einfacher machen, besser geeignet für Java. Und an diesem Ansatz haben wir auch gearbeitet, sehr lange. Wir hatten ein Projekt für die Möbelbranche und hatten da genau dieses Problem, dass wir ein objektorientiertes Datenbanksystem damals hatten, was von der Programmierung schon irgendwo cool war, aber zu langsam war. Und dann haben wir ein System entwickelt, das pure Java im Memory Computing erlaubt. Hier nochmal die heutige Situation aufgezeigt. Am Anfang kamen die relationalen Datenbanken, die Datenbankserver, dann kam irgendwann mal Java dazu, 15 Jahre später. Zugriff auf Datenbanken mit JDBC war uns nicht cool genug. Wir wollten objektorientierten Zugriff, also haben wir JPA bekommen. Jetzt JPA war langsam durch dieses objektrelationale Mapping, was immer sehr teuer ist im Hintergrund. Also versorgen wir die Applikation aus dem RAM. In-Memory-Datenbanken, Grids, immer das gleiche Prinzip. Wir versorgen eigentlich die Applikation aus In-Memory-Daten. Und aus unserer Sicht ist das eine Zwischenstufe der Evolution von der Verarbeitung von Daten. Weil, was wir hier jetzt gemacht haben, oder was man gemacht hat bei dieser Stufe, wo wir uns jetzt befinden, wir haben eigentlich im Grunde die Datenstrukturen der Datenbanken importiert in den RAM. Wir arbeiten dort im RAM mit den gleichen Strukturen, wie wir sie hatten in unseren konventionellen Datenbanken. Also mit Tabellen, mit Key Value, mit XML, mit JSON und so weiter. Und aus unserer Sicht ist das eigentlich gar nicht notwendig, weil wenn wir mit Java in Memory arbeiten, dann denken wir uns ja auch nicht aus, jetzt könnten wir vielleicht mal intern unsere Daten in Tabellen speichern oder so im RAM. Sondern wir arbeiten immer mit Objekten. Das ist die Frage, braucht man diese importierten Datenstrukturen oder will man die eigentlich haben? Wo man dann seine Cluster noch anpassen muss und alles. Eigentlich möchte man es nicht. Also aus unserer Sicht wäre In-Memory Computing total cool, wenn man einfach pure Java bleiben würde. In-Memory Computing mit Objektgrafen. Und aus unserer Sicht wäre das jetzt so die nächste Stufe der Evolution. Zu sagen, ich habe Java im Memory Computing und man hat einen nativen Java Cache, nicht irgendwelche Strings im Cache, wo dann ein Objekt gebaut werden muss. Ich habe so eine native Java im Memory Datenbank und ich habe einen Java nativen Suchserver, wo ich wirklich auf Objektgrafen suchen kann. Weil so die Struktur, Objektgraph ist eigentlich die beste Struktur, die man ja haben kann in der Datenverarbeitung, weil es ist super geeignet für komplexe Daten, für komplexe Datenstrukturen. Wenn der Objektgraph in Memory liegt, dann können wir den mit Java Streams API durchsuchen. Das ist super effektiv, ist typsicher. Wir brauchen keine Abfragesprache erfinden, keine neue, sondern es ist alles da. Wenn man selbst komplexe Objektgraphen durchsucht, dann dauert das plus Mikrosekunden. Und
Wir können dort alle Datenstrukturen auch Index, so was man sagt in der Datenbank, ist sowas super schnell, weil man kann Index aufbauen, dann ist das echt schnell. Können wir in Java auch machen. Wir können mit allen Datentypen arbeiten, die uns Java bietet. Und total cool ist, wenn man so eine Abfrage dann auf so einem Graphen wiederholt und vielfach wiederholt, optimiert der JIT-Compiler das und so Abfragen werden ausgeführt, teilweise in Nanosekunden. So eine Query, die man auf einen relationalen Datenbankserver also absetzt, die kommt dann als Ergebnis zurück in Millisekunden, vielleicht aus dem Cache dann vielleicht ja im großen Mikrosekundenbereich. Aber die gleiche Abfrage machen wir in Java auf dem Objektgraphen in Nanosekunden. Das ist dann tausendmal schneller und wir müssen nichts dafür machen, macht alles die JVM. Also ist die Frage, kann man In-Memory Computing nicht so verbessern, dass es pur Java wird? Der Vorteil wäre nicht nur eine Geschwindigkeit, es wäre nicht nur der Vorteil pur Java, sondern auch bei der Entwicklung wäre es ein Riesenvorteil. Wenn wir eh schon in Memory sind, jetzt müssen wir hergehen und müssen noch irgendwie unsere Klassen anpassen an irgendwelche Datenstrukturen, an irgendwelche so Alien-Datenbanken, die uns irgendwas vorgeben. Aber wenn wir halt pur Java wären, dann hätten wir nur noch ein Klassenmodell, das ist alles, nur noch Java-Klassen, kein Mapping mehr, wir brauchen kein JPA mehr, wir brauchen kein Cache mehr, das wird eh in Memory alles ausgeführt. Also es würde alles komplett wegfallen und wir könnten endlich mal so ein Datenmodell völlig frei designen und nicht irgendwie so designen, dass es halt irgendwie für den Datenbankserver passt, der uns gerade irgendwas wieder an Struktur vorgibt. Irgendwelche Annotations oder von irgendwelchen Interfaces, die man implementieren muss oder von irgendwelchen Superklassen, die man ableiten muss, wie es bei objektorientierten Datenbanken der Fall war. Ja, das war nämlich schon mal so ein Ansatz, Objekte zu speichern. Parallel zu JPA kamen die objektorientierten Datenbanken auf, aber auch hier wieder das Problem, sie speichern keine Java-Objekte, sondern sie haben ihr eigenes Objektmodell, wo du die Java-Klassen drauf anpassen musst, wo du von Superklassen ableiten musst und bist wieder in dieser proprietären Objektwelt dann gefangen. Ähnlich wie Graph-Datenbanken, die heute relativ populär ist. Und dann würde die Architektur so aussehen. Wir haben nur noch Java in unserem Application Layer und verwenden auch nichts anderes mehr, keine Fremdtechnologie mehr und zum Abfragen auch keine proprietäre Abfragesprache mehr. Alles super schnell, alles easy, alles super cool. Die Frage ist jetzt hier bloß, wie speichern wir denn die Daten? Und das ist das Einzige, was Java nicht bietet. Das ist eigentlich kurios, meiner Meinung nach, weil in Java kann ich alles machen, aber sobald ich Daten speichern möchte, ist es aus. Geht nicht. Ich brauche irgendein externes System, was ich importieren muss. Und durch diesen Import dieses externen Systems wird meine Architektur so komplex, dass sich alles nur noch dreht um diese Datenbankentwicklung, während wir eigentlich ja irgendwie Features entwickeln sollen für irgendwelche Applikationen. Was wir eigentlich eben in Java vermissen, was es nicht gibt bisher, ist so eine Native Persistence für Java, die nichts anderes macht, als einen Objektgraphen zu speichern. Und diese Idee ist nicht neu, die ist eigentlich schon uralt, weil man mit Serialisierung ganz einfach jedes beliebige Objekt ganz leicht speichern und laden kann. Und viele haben das bestimmt schon mal gemacht, oder? Wer hat das schon mal gemacht in Anwendungsfällen? Ja, es ist super einfach, weil man muss nicht viel tun, man braucht nicht so einen riesen Klotz an Datenbanksystem. Die Problematik bei der Serialisierung war immer, neben dem Punkt, dass sie total unsicher ist in Java, dass man eben nur, dass man nicht einzelne Entities speichern kann, wie das bei einem Datenbanksystem der Fall ist, sondern ich muss immer komplett alles serialisieren. Und umgekehrt, wenn ich Daten lade, muss ich dann das komplette Objekt in den Speicher laden. Also eigentlich die komplette Datenbank. Und als so irgendwie Metadaten speichern, ist das schon mal, kann man das mal machen. Und sowas Blobstore irgendwie so. Aber als Datenbankersatz eigentlich völlig ungeeignet und deswegen wird das wahrscheinlich auch keiner als Datenbankersatz hernehmen. Aber ich habe mit vielen gesprochen, viele haben auf dieser Basis schon versucht, eigene so Serialisierungslösungen zu entwickeln, um als Ersatz für Datenbanken. Wer hat sowas schon mal gemacht? Ja? Okay.
So, um das jetzt richtig effektiv machen zu können, um das ernsthaft als Datenbankersatz betreiben zu können, haben wir in dem Projekt für die Möbelindustrie vor 7 Jahren angefangen, eine neue Serialisierung zu entwickeln und haben die vor 5 Jahren dort das erste Mal eingesetzt. Und heute läuft da ein System, wo mehrere Milliarden Euro jährlich darüber abgewickelt werden. Und das läuft so stabil, dass wir das jetzt als API freigegeben haben, als Library. Und MicroStream ist die Library, die so eine neue Serialisierung mitbringt, die vom Scratch neu geschrieben wurde und neben dem Sicherheitsaspekt den Vorteil bietet, dass man einzelne Referenzen wie Entities behandeln und entsprechend persistieren kann. Und umgekehrt, wenn man wieder Daten laden möchte, kann man einzelne Referenzen lazy nachladen. Also da bin ich gezwungen, das komplette Objekt und die komplette Datenbank in den Speicher zu laden, sondern wie bei Hibernate einzelne Referenzen lazy nachladen. Der Code sieht übrigens ein bisschen ähnlich auch aus. Und Christian, gibst du mir das Signal, oder? Okay, also dass man einzelne Objektreferenzen lazy in den Speicher nachladen kann. Und mit der Möglichkeit, mit den Möglichkeiten, die wir damit haben, können wir so ein Datenbanksystem ablösen. Also das Updaten von einzelnen Objektreferenzen. Wenn man jetzt damit Daten speichert, dann sieht das folgendermaßen aus. Wir entscheiden, welche Objektreferenzen haben sich geändert und explizit kann ich entsprechend dann diese geänderten Daten speichern. Das ist einfach eine Store-Anweisung, ziemlich easy. Und der Objektgraph wird in der Storage einfach abgedatet. Die Speicherstrategie ist anhängend. Das Ganze ist dadurch transaktionssicher, so ähnlich wie man das jetzt vom Prinzip her bei relationalen Datenbanken hat. Das Ganze ist multithreaded, also man kann diese Speichervorgänge dann auch parallel ausführen. So, wenn man, hier sieht man so kurz das Code-Snippet, also es ist nur ein einziger Methodenaufruf, mach Store. Und man kann alle Klassen damit storen, also jedes Objekt kann man damit speichern. Wie gesagt, es gibt keine Annotationen, keine Interfaces, wo man ableiten muss. Pochos, einfach Pochos. Jede Java-Klasse kann damit entsprechend gestored werden. Wenn man dann Daten laden möchte in den RAM, wie gesagt, der Code sieht da ein bisschen ähnlich aus wie bei Hibernate. Einzelne Referenzen nachladen in den Speicher, lazy. Und mit MicroStream kriegt man aber keine so Objektkopien, mit denen man dann irgendwie jonglieren muss, sondern die Nodes oder die Objekte im Objektgraphen, die einzelnen Referenzen, werden wirklich abgedatet. Und auch natürlich beim Laden ist das Ganze, kann man verteilen auf mehrere Threads. Hier ist so ein kurzes Code-Snippet, aber Christian wird jetzt dann mal dann den existierenden Code zeigen, so einen kompletten Code, dass man sich das ein bisschen besser vorstellen kann. Mit reiner Serialisierung ist sowas aber nicht getan, da braucht man noch ein bisschen mehr. Serialisierung ist im Grunde das Kernfeature. Mit der Serialisierung kann man natürlich auch Daten dann entsprechend transportieren, übers Netz, und da ist Sicherheit ein großes Thema, und die funktioniert auch anders als die Java-Serialisierung. Man hat also nicht hier die Möglichkeit, einfach so diesen Read-Object aufzurufen und die Klasse wird automatisch serialisiert und man kann da nichts tun, sondern hier ist es nicht möglich, dass man da entsprechend Code injected und automatisiert ausführt. Ist also auch sicher. Lazy Loading habe ich schon erwähnt. Damit dann beim anhängenden Speichern die Storage nicht endlos groß wächst, gibt es auch dann von MicroStream ergänzend dann noch so eine Art Garbage Collector, der auf File-Basis arbeitet. Also vom Prinzip ähnlich wie der Garbage Collector, der JVM auf Speicherebene arbeitet, Garbage Collection auf File-Ebene. Und häufige Frage ist dann auch noch immer, was ist, wenn sich da entsprechend das Klassenmodell ändert, wenn ich da irgendwas an meinen Klassen ändere. Damit hatten die damaligen objektorientierten Datenbanken oft Probleme. Man musste dann die anhalten, die komplette Storage refactoren, und das ist immer ziemlich doof gewesen.
Bei MicroStream gibt es ein entsprechendes Class Versioning und Legacy Type Mapping. Die Engine erkennt automatisch solche Änderungen, also einfache Änderungen werden automatisch erkannt. Für komplexere Dinge kann man eigene so Type-Händler dann schreiben und dann muss man auch diese Applikation nicht anhalten und muss die komplette Storage refactoren, sondern die Engine mappt das zur Laufzeit live und speichert dann die neuen Typen entsprechend wieder ab, sodass man da nie irgendwelche Probleme hat. Mit dieser ganzen Funktionalität sieht dann so eine Architektur plötzlich so aus. Also wir haben im Java-Server nichts mehr, außer pur Java, keine irgendwelche komischen Datenstrukturen mehr, sondern nur noch Objektgrafen. Wir können alle Objekte speichern und wir können alles Mögliche nutzen, um Objektgrafen abzufragen, alles was Java bietet. Nur noch zum Persistieren verwende ich dann MicroStream und MicroStream ist auch kein Server, der praktisch der Chef sein möchte und alles Mögliche vorgibt, was man benutzen soll, sondern Separation of Concern, wir haben das nur zum Storen von Objektgrafen, zum Laden von Objektgrafen. Alles andere machen wir in Java sowieso besser und machen wir in Java sowieso individuell, auch wenn ein Datenbanksystem uns das vorgibt, aber keiner verwendet Stored Procedures oder sowas, auch wenn der Datenbankhersteller sagt, super geil, das müsst ihr verwenden, machen wir trotzdem nicht. Die Vorteile habe ich alle schon aufgezählt, stehen hier jetzt nochmal und Christian wird es ein bisschen Code zeigen, dass man sich das ein bisschen besser vorstellen kann, wie das aussehen kann. Das Ganze läuft, wie gesagt, seit 5 Jahren produktiv und wir haben es jetzt als Final Release freigegeben, dass es jeder verwenden kann und ist auch kostenlos verfügbar und kann man auch kommerziell einsetzen. So, wir haben mal ein kleines Demo vorbereitet, damit man mal so ein bisschen einen Eindruck bekommt, wie aufwendig ist das Ganze, was muss man dafür tun, wie verwendet man es. So ein kleiner Best Practice, man findet das Ganze natürlich ebenfalls nochmal in der Dokumentation. Aber fangen wir einfach mal an, es ist so ein kleines Projekt, was ich hier erstellt habe. Spielt auch keine Rolle, was für ein Projekt, ob es jetzt eine Web-App ist oder ob es ein normales Java-Projekt ist, wie auch immer. Letztendlich gibt es so zwei Klassen, die sind so Dreh- und Angelpunkt, die wir verwenden. Wie gesagt, das Design. Das Klassendesign, so wie ihr das machen wollt, bleibt natürlich immer individuell. Aber letztendlich haben wir hier mal eine zentrale Klasse, wir haben die mal MicroStream genannt. Die ist im Prinzip der Reference Holder für zwei ganz wichtige Elemente, nämlich unsere Root. Wir brauchen also in jedem Fall immer für so eine Storage quasi eine Root. Es gibt auch Möglichkeiten, mehrere davon zu haben. Und weil wir gerade bei dieser Root hier sind, was tut die? Letztendlich, wir gucken uns die mal an, die ist hier nebenan geöffnet. Eigentlich macht ihr nichts anderes, als vereint quasi alle anderen Referenzen und alles, was darunter noch kommt, die ganzen Inhalte dieser Storage unter sich. Das heißt, da sind alle Collections drin und im Prinzip letztendlich der komplette Object Graph bzw. das OR-Model oder das Object Model. Das ist also unsere Root, die brauchen wir und der wichtigste Punkt ist unser Embedded Storage Manager. Das heißt also, das ist im Prinzip der Händler, der sich um diese ganze Storage kümmert. Über den werden die ganzen Store- und Abfragesachen durchgeführt, der kümmert sich also drum. Dann sieht man hier nochmal einen kleinen Static-Block, so wird die Storage also initialisiert. Das bedeutet also, wir legen fest, wo das Ganze hingestort werden soll. Das heißt, im Moment ist es der ganz normale File-Storer, das heißt, der schiebt das alles auf die Festplatte runter. Dann gibt es noch so ein paar Einzelaufrufe, hier weisen wir nochmal die Root zu diesem Storage-Manager. Und dann sind wir hier auch schon fertig, das war's. Jetzt haben wir noch zwei Getter oder beziehungsweise zwei Methoden, die uns diese beiden Sachen zurückliefern. Und ja, schauen wir uns mal so ein kleines Customer-Beispiel an. Das ist wirklich ein sehr einfaches Beispiel, aber ich glaube, das zeigt, dass da eben nichts Besonderes notwendig ist. Wir haben hier unseren Customer, wir könnten uns selbst für die einzelnen Attribute hier auch Getter, Setter sparen, die bräuchten wir auch nicht. Es würde also tatsächlich reichen, wenn wir nur die Einträge beziehungsweise nur die Attribute hier haben. Und jetzt einfach mal so ein simples Beispiel. Wir haben also hier eine kleine Main-Methode. Dort legen wir unseren Customer an und dann wird dieser Customer einfach der Root zugewiesen. Das heißt, das machen wir hier. Wir holen uns also diese Root zurück, in der diese Liste an Customern hängt. Das heißt, wir gucken da rein. Genau, also hier sind unsere Customers. Und dann schieben wir den Customer einfach da rein. Also wir holen uns erstmal diese Collection, adden dann den Customer hier und
Das Wichtigste, so die wichtigste Regel über den Umgang mit MicroStream ist letztendlich, wir storen immer den Reference Holder. Das ist immer ganz wichtig. Wir storen also in dem Fall tatsächlich auch die Collection, die hier drin ist, rufen dann einfach diesen Store hier auf und storen dann tatsächlich die komplette Collection weg. Das war's. Das ist einfach das Einzige, was man tun muss. Danach fließt tatsächlich dieses Customer-Objekt runter auf die Festplatte, wird also serialisiert, liegt dann da. Kann dann auch genauso wieder zurückgeholt werden, zeige ich dann mal in einem ähnlichen Beispiel. Das bedeutet, je öfter wir jetzt also das Ding hier ausführen, desto mehr sieht man hier, ne, jetzt sind schon zwei Customer vorhanden. Dann haben wir hier noch einen dritten und so weiter. Das könnte man jetzt machen bis zum St.-Nimmerleins-Tag. Schön ist zum Beispiel zu sehen, wie wir dann tatsächlich wieder auf die Daten zugreifen können. Man sieht es nämlich hier unten, nämlich ich kann mir hier ganz normal jetzt wieder, weil wir ja dann tatsächlich in Memory sind, die Sachen werden also beim Start, beim Initialisieren dieser Storage, fließt erstmal der komplette Inhalt von dem, was wir quasi auf der Festplatte haben, wird in den Speicher geladen. Und dann können wir natürlich schön darauf zugreifen, wieder über unsere Route auf die Customer Collection, können uns da die Size rausholen und deshalb sehe ich hier natürlich, wie viele Customer ich insgesamt habe. Selbes Beispiel ist eben das Ändern solcher Daten. Ich habe ja auch wieder eine extra Main-Methode dafür, dass man auch so ein bisschen bekommt, was uns natürlich super in die Karten spielt hier in diesem Ansatz ist, die neue Java 8 Streaming API, die wirklich dafür geeignet ist, als fast nahezu kompletter SQL-Ersatz. Das heißt also, wir holen uns hier einen bestimmten Customer hier raus, wir sagen einfach Find First, sind klar mehrere drin, die so heißen, aber wir holen uns einfach den erstbesten, ändern einfach den Nachnamen und storen dann wieder. Und hier fällt auf, wir storen hier diesmal natürlich nicht die Collection, weil der Reference Holder des Last Names ist natürlich der Customer oder das Customer Objekt selber. Das heißt also, hier storen wir dann auch tatsächlich mit dem Optional Get, also alles, was wir hier oben dann zurückbekommen, den Customer einfach wieder. Das heißt also, wir sind hier dann in der Lage, tatsächlich einzelne Bestandteile dieses kompletten Graphen dann einfach wieder zurück zu persistieren. Und so wird tatsächlich auch mit dieser API dann gearbeitet. Ja, und das soll mal einen kleinen Eindruck dazu geben, wie simpel es im Prinzip ist, die API zu verwenden. Gibt es bis hierhin schon mal Fragen? Oh, viele? Ja. Ja. Also noch nicht. Also es gibt jetzt, wir haben jetzt, das ist war der erste Entwurf, ist also auf die Storage, auf die Harddisk letztendlich. Wir planen jetzt noch weitere Sachen zu bringen, wie zum Beispiel S3 Bucket oder ähnliche Möglichkeiten. Es gibt glaube ich noch einen Versuch mit Hazelcast, soweit ich es noch in Erinnerung habe. Das ist aber noch im Proof of Concept, dass wir also Daten in beliebige Grids reinschieben können. Aber das wird noch kommen. Da gibt es einzelne Layer, die wir dann austauschen können. Ja. Exakt, ja. Absolut, ja. 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 Da oben war eine Frage. Ja. Was war die Frage? Die Frage war, ob man volle Kontrolle darüber hat, wann persistiert wird. Haben wir bejaht, weil es letztendlich so ist, dass wir über den Store natürlich selber entscheiden. Das heißt, wir müssen den Store aufrufen, um dann wirklich zu sagen, schiebt das Ganze raus auf die Platte, um es dann persistent zu haben. Ja. Habt ihr schon, oder was würde denn passieren, wenn der Datenbestand, also ich kenne durchaus, wir haben auch Datenbanken, die haben so 300, 400 Gigabyte. Was machen wir denn, oder also sagt ihr schon, es wäre ein Ersatz für ein Datenbanksystem an der Stelle jetzt schon, und dann meine Frage, was ist denn, wenn die Datenbank so ein paar hundert Gigabyte groß wird? Genau, dafür gibt es einen Lazy-Ansatz. Wir haben eigene Lazy-Wrapper, so Art Proxy-Objekte, die wir einfach nur um bestehende Collections wrappen können. Das ist erstmal dieser ganze Load, das ist der einfachste Ansatz. Auch der wird in vielen Fällen nicht genügen. Und dann seid ihr als Entwickler gefragt, muss man ganz klar so sagen, eure Daten und Objekte so zu designen, dass sie tatsächlich nicht immer alle im Speicher landen müssen. Also es ist immer eine Kombination aus beiden. Einmal diesem Lazy-Ansatz und vielleicht einer eigenen Indexierung mit einer Hashmap, Treemap oder was auch immer. Und dann kriegt man diese Daten auch gehandelt. Wir haben, wahrscheinlich würde einen dieser Lazy-Ansatz schon sehr weiterbringen, denn dort kann ich dann entscheiden, wenn was Lazy geladen ist, kann ich sagen, die Daten werden zum Beispiel nach 5 Minuten oder nach 10 Minuten wieder verworfen. Das ist schon mal die Basisimplementierung. Der Rest ist dann ja, euer eigenes Objektdesign, was ihr dann umsetzen müsst, wenn ihr wisst, dass ihr so viel Daten storen müsst. Ja,
Das ist zum Beispiel jetzt wieder ein Vorteil, wenn man ein bisschen schon was mit Hibernate gemacht hat, da würde man es ja ähnlich machen, würde nie jetzt komplette Datenbank in den Cache laden oder so, sondern da versucht man ja auch dann lazy die Referenzen zu laden und guckt darauf, dass jetzt der Speicher nicht überläuft. Also wer mit Hibernate da schon mal was gemacht hat, ist das Vorgehen ist ziemlich ähnlich. Da oben war es vorhin noch eine Frage, ja. Ja, zwei Fragen. Welche Java-Version supportet ihr? Ab Java 8. Ab Java 8, aber auch Current Java, also 11, 13 würde auch gehen. Ja. Anschlussfrage. Ich habe jetzt die Tage auch, oder jetzt hier die Tage einiges über GraalVM gehört. Treibt ihr das Support? Ja, es ist interessant für uns. Da gibt es aber noch ein paar so Hürden, die wir technisch nehmen müssen. Und da können wir aktuell noch keine wirklich verbindliche Aussage dazu geben. Das ist alles experimental. Klingt interessant, aber vielleicht die nächsten Wochen und Monate, dass wir da schon ein bisschen was sagen können drüber. Ja. Ja. Also es gibt zwei Ansätze und zwei Backup-Strategien. Die erste ist so eine Art Rolling-Backup, das heißt, es wird ein Verzeichnis erzeugt, das im Prinzip parallel zur eigentlichen Hauptstorage immer mitgeschrieben wird. Ja? Das sind für die Fälle, wo wir zum Beispiel durch Verbindungsabbrüche oder irgendwelche anderen Probleme in die Hauptstorage verlieren würden, weil zum Beispiel ein Schreibzugriff nur zur Hälfte durchgeführt werden kann und so weiter. Deshalb gibt es dieses parallele Rolling Backup, das immer dazu, also immer erst prüft, ob es valide ist und dann erst quasi geschrieben wird. Das ist quasi die eine Variante. Und die zweite Variante ist ein ganz simpler, gequeuter Export. Das heißt also, wir können zu beliebigen Zeiten diese Exports anstoßen, die können dann zum Beispiel an einen S3 gehen oder wo auch immer hin. Dort dann gestort werden und die gliedern sich in die ganz normale Transaktionslogik mit ein, werden gequeut und werden dann quasi exportiert und können dann importiert werden. Ja, bitte. Ich würde jetzt noch interessieren, was passiert, wenn sich der Customer verändert. Also Fehler hinzukommen, Fehler wechseln. Genau. Habt ihr da ein Beispiel für, was ihr da macht? Da machen wir ein sogenanntes Legacy-Type-Mapping, wir nennen so. Das ist ein ziemlich krasses Wort, aber letztendlich ist es nichts anderes wie eine Versionierung. Das heißt also, ändert sich der Datensatz, sieht das Ganze so aus, dass alle Datensätze, die sich noch aktiv in der Storage befinden, noch in der alten Version in dieser Storage drin sind, so auch so bleiben. Und erst wenn sie angefasst werden, werden sie automatisch auf den neuesten Stand hochgehoben. Da gibt es eine Heuristik, die kümmert sich dann darum, dass der Datensatz sauber konvertiert wird und geht dann als neuer Datensatz mit einer neuen sogenannten Type-ID, die wir im Hintergrund halten, wieder zurück in die Storage. Also das ist was, wo man sich sehr wenig drum kümmern muss. Also man muss ja irgendwie die Kontrolle darüber haben. Wenn ich meinen Customer den Vornamen ändere und dann jetzt dazwischen noch Geburtsnamen oder so. Genau. Also es gibt ein Mapping-File. Ich kann anhand eines Mapping-Files zum Beispiel sagen, über den Klassenpfad, die Klasse selber und das Attribut, wenn ich zum Beispiel sage Last Name und dann ändere ich den Last Name, dann kann ich sagen in Nachname zum Beispiel und dann sage ich wieder Klassenpfad, Klasse, Nachname. Dann kann ich so ein Mapping betreiben. Ich muss das aber nicht tun, weil das die Heuristik selber erkennt. Das heißt also, aber wenn ich es explizit möchte, kann ich das tun. Ja. Nochmal eine Frage bezüglich, was passiert denn, also wie ich es rausgehört habe, klingt so, Updates in Place macht ihr nicht, sondern ihr macht dann wahrscheinlich arbeitet mit Tombstones, also wenn ihr ein Update macht, dann wird wahrscheinlich einfach der eine Datensatz als gelöscht gekennzeichnet, mal an. Habt ihr irgendwas auch, was vom Packaging, weil es wird ja angenommen nach einem Datenstand, der auch häufig geupdatet wird. Man nutzt das mit den Tombstones, habt ihr auch so eine Compaction, dass das der File Storage nicht komplett fragmentiert dann? Also genau, das ist eine Besonderheit. Wenn wir Sachen storen zum Beispiel, dann sieht es so aus, dass wir nie, oder wenn wir einen Datensatz löschen oder einen Datensatz verändern, dann wird nie tatsächlich was verändert in dieser Storage, sondern wir hängen einfach nur immer Inhalte hinten an. Es wird also unendlich hinten angehangen. Jede Änderung erzeugt wieder einen neuen Datensatz bzw. einen neuen Eintrag, der wieder hinten anhängt. Und dann gibt es diesen Housekeeping-Prozess. Und dieser Housekeeping-Prozess geht also hier hin und guckt sich dann die einzelnen Files an und fängt an, die dann wieder zusammen zu mergen. Das bedeutet also, es geht da nie was verloren. Es sind dann irgendwann mal zwei Datensätze in unterschiedlichen Versionen vorhanden und das Housekeeping schmeißt den alten Datensatz irgendwann weg, sodass also quasi nur noch der aktuelle übrig ist.
Und deshalb entsteht auch keine fragmentierte Storage, weil, wie gesagt, sich dieser Housekeeping-Prozess darum kümmert, dass das Ganze immer wieder aufgeräumt wird. Das kann man auch ziemlich genau konfigurieren, wie der Prozess laufen soll, wann der anlaufen soll, welche Zeit dann, oder wann der dann operiert, parallel. Genau. Wann Zeit ist entsprechend, ja. Okay, da ist noch eine Frage. Entschuldigung, habe ich jetzt nicht verstanden. Das ist eine gute Frage. Ich weiß ehrlich gesagt nicht so ganz genau, was damit gemeint ist oder wo die abzielt. Nein, um Gottes Willen. Also das ist ja eine Katastrophe. Also das würde ja gar nicht dem Prinzip entsprechen, wo wir hinwollen. Da geht es um Performance und da würde das mit Sicherheit nicht dienlich sein. Also die sind tatsächlich asynchron, ja. Die werden von der Engine im Hintergrund gequeued und laufen dann von selbst, also asynchron ab. Ja, da war es zuerst, glaube ich. Ja, dann ist sie schon. Genau, das ist derzeit nicht möglich. Also wir haben ein ganz konkretes Log da drin, das man aktivieren kann. Also es können aktuell keine zwei Job-VMs darauf zugreifen. Die müssen sich aktuell über REST-Services zum Beispiel austauschen oder ähnliches in die Richtung. Also es gibt aktuell keine Möglichkeit, auf eine Storage von zwei VMs zuzugreifen. Ja, ganz oben vielleicht, ja. Wenn die Situation eintritt, dass die Daten nicht alle in den Hauptspeicher passen und man feuert eine Query ab, um halt alle Datensätze mit einem bestimmten Vornamen zu finden, was macht ihr denn dann? Okay, auch das zielt wieder auf ein kluges Objektmodell ab. Letzten Endes muss ich bereits vorher, wenn es wirklich sich um so viel Daten handelt, mich irgendwie um eine Indexierung kümmern. Also zum Beispiel würde ich es jetzt zum Beispiel so machen, es gibt meinetwegen Bestellungen und da gibt es eben Bestellungen im Monat Januar, Februar und so weiter. Und mit einem Hashmap kriege ich zum Beispiel so eine Indexierung hin, dass ich sage, ich habe also auf der einen Seite die Monate und auf der rechten Seite habe ich dann als Value eine List an, also eine Lazy List an irgendwas. Und dann kann ich eben so ein bisschen feingranularer das Ganze raus. Und letzten Endes spielt es aber keine Rolle, denn auch der Server muss dementsprechend dimensioniert sein, um dann mit dieser Datenmenge umzugehen. Das heißt also, wenn sie wirklich geladen werden soll, spielt es keine Rolle, ob Sie die aus einer In-Memory-Datenbank rausziehen mit einem Lazy-Ansatz oder aus einer relationalen Datenbank, weil Sie müssen irgendwie die Daten auch ganz normal bekommen und dann müssen sie auch letztendlich durchlaufen werden. Also das ist, ja, zielt eher ein bisschen aufs Objektdesign ab. Dann. Ja. Sorry, aber ich finde es einen interessanten Ansatz. Was ist denn, also ihr habt ja gesagt, dass auch so ein bisschen Transaktion wird unterstützt. Mhm. Also ist ein transaktionaler Store, wie kriegt ihr das hin, dass ihr so unschöne Effekte wie Lost Updates, Phantom Reads und so weiter verhindern können? Kannst du da einen kleinen Einblick geben? Also wir haben unterschiedliche Store-Methoden. Also wir haben ja nicht nur den einen Store, den ich jetzt gerade gezeigt habe, sondern es gibt unterschiedliche Store-Methoden, die unterschiedlich ausfallen. Das heißt, es gibt Möglichkeiten, nehmen wir mal an, wir haben in einem Graphen oder in einem Objekt-Tree mehrere Änderungen auf unterschiedlichen Ebenen. Dann können wir diese Änderungen tatsächlich mit einem Aufruf alle gesamt wegspeichern. Und dann kann ich mich in dem Fall wieder selber um meine Transaktionssicherheit kümmern, über die ganz normalen Java-Portmittel wie Try-Catch oder Exceptions, was auch immer. Okay, und ich habe doch dann, wenn mehrere gleichzeitig auf den Store zugreifen. Ja, ja. Letzten Endes ist auch das wieder Aufgabe des Java-Entwicklers, dafür zu sorgen, dass wir mit den normalen Java-Portmitteln da keine Probleme bekommen. Das ist eigentlich nicht Aufgabe der Storage. Also ein paar so Probleme wird es jetzt demnächst API-Ansätze geben, die dazu entstehen werden. Gerade jetzt für so Sachen wie, ich will mal die ganze Datenbank durchsuchen. Es ist aktuell schon geplant, ein MicroStream-Cluster. Auch dieses Thema, immer mehrere Nodes wollen auf eine Storage zugreifen. Also das wäre mit einem Cluster möglich und die Entwicklung hat dazu auch schon begonnen. Auch Concurrency beispielsweise ist so, dass man sich aktuell darum selber kümmern muss und
Ja, auch dafür ist ein Framework geplant, das in Kürze erscheint, wo man entsprechend dabei unterstützt wird. Also die einen Java-Entwickler sagen, mache ich eh selber, das ist kein Problem für mich. Die anderen sagen, Katastrophe, wenn ich mich darum selber kümmern muss. Also das sind so verschiedene Sachen, wo wir den Entwickler noch unterstützen wollen. Das ist jetzt alles so, kommt jetzt in den nächsten Monaten. Ja. Ich habe verstanden, ihr migriert Datensätze ja lazy, wenn es nicht möglich ist. Wenn ich jetzt aber noch die allererste Query ausführe, um Datensätze zu finden, muss ich dann für diese Query ausführen zu können, nicht alle Datensätze migrieren sofort? Ja, ist richtig. In dem Fall nehmen wir mal an, es wird ein Feld hinzugefügt und das gab es in der alten Version nicht. Dann wird er in diesem Feld, wenn er den Datensatz öffnet, auch diesen Wert nicht finden, der da irgendwie angesprochen werden soll. Er würde dann im schlechtesten Fall natürlich null drin stehen. Deshalb würde er diesen Datensatz auch nicht matchen, weil da einfach kein Wert vorhanden ist. Über Spezialfälle müssen wir uns mal Gedanken machen, aber generell ist diese Storage derzeit in so vielen Projekten mittlerweile schon im Einsatz und wir selber sind auf so einen Effekt tatsächlich noch gar nicht gestoßen. Letztendlich wird es tatsächlich im Framework selbst gehandelt dann. Das noch ganz kurz zum Abschluss dann, weil wir sind für Fragen dann noch am Stand verfügbar. Dieselbe API wird dann in Kürze jetzt dann auch verfügbar sein für Android und dann für alle JVM-Sprachen. Läuft dann auf dem Client, also auf dem Desktop, auf dem Server, auf mobilen und Embedded-Geräten. Ist immer die gleiche Engine und man kann sich halt dann überall einsetzen, ist cloudfähig, läuft aber dann auch mit allen möglichen anderen Technologien zusammen, kann man alles miteinander kombinieren und auch super geeignet für Microservices als Persistenzstrategie, weil man da jetzt vielleicht, wenn ein Microservice mal Daten speichern möchte, nicht gerade irgendwie JPA und eine relationale Datenbank drunter klemmen möchte. Alles kostenlos verfügbar, ist auch kommerziell einsetzbar, ohne Lizenzgebühren, einfach mal runterladen, rumspielen und es gibt auch einen kostenlosen Developer Support. Ich glaube, ist der nächste Speaker schon da? Nein? Okay. Also, wenn jetzt nur ein, zwei Fragen sind, dann können wir die gerne beantworten. Okay, oder am Stand dann. Dankeschön.